Die Europameisterschaften 2000 und 2004 schienen vergessen, aber ein wenig EM Tristes ist jetzt wieder da. Waren sie vorher zu selbstsicher? Kroatien mit 6 Punkten. Die UEFA Euro 2008 im ZDF. Präsentiert von Hyundai. Und JVC. Tage das Ziel vor Augen. 53 Tage alles geben. 30 Minuten Ruhe vor dem Sturm. 4 Minuten heiß machen. 2 Minuten Gänsehaut. 1 Sekunde zu überlegen. Alles für diesen Moment. Feiern Sie mit dem Bier der deutschen Nationalmannschaft. Bitte ein Bit. Hier. Es ist Philipp Lahm im zweiten Spiel die erste. Wie merkst du dir die 1188-0? 11 die Fußballmannschaft, 88 die Oma und 0. Null Problem! Auch im Internet 1188-0.com. Achtung, alle mal zuhören! Die Nummer 1 im Preis wird noch günstiger. Jetzt 500 Preise gesenkt. Praktiker, hier spricht der Preis. Guten Abend. Lebe die Leidenschaft. Hier. Philipp Lahm, im zweiten Spiel die erste Niederlage gegen Kroatien. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, dass wir schlecht angefangen haben. Vor allem die erste Halbzeit war nicht gut, läuferisch einfach auch zu wenig. Da kann man gegen so eine Mannschaft nicht bestehen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir alles gegeben, alles versucht, uns auch noch Torschancen erarbeitet, aber es wollte dann nicht sein. Warum war das so weit weg von der Form des Polenspiels und auch von den eigenen Erwartungen, wie Sie gesagt haben? Ja, wenn jeder einen Schritt weniger macht, die Wege nicht mehr so läuft, dann fällt das Spiel so aus wie heute, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die zweite Halbzeit kann man uns keinen Vorwurf machen. Auch spielerisch war das um einiges besser, aber in der ersten Halbzeit haben wir nicht reingefunden und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Wie schwer war das für die gesamte Defensive? Kroatien hat mit einem Spitze gespielt, aber ist aus dem Mittelfeld immer nachgerückt. War das schwierig, weil auch im Mittelfeld viele Zweikämpfe verloren wurden, dann für die letzte Viererkette? Ja, es war auf jeden Fall schwer. Das hat man ja gesehen in der ersten Halbzeit, dass wir uns da sehr schwer getan haben. Eben, dass wir gar nicht mehr an die Männer waren, auch im Mittelfeld schon nicht. Dann Sturm und Mittelfeld war zu weit auseinander. Da haben wir einige Fehler gemacht und das müssen wir uns abstellen. Wie weit trifft die Mannschaft dieser Rückschlag jetzt? Ja klar, wir wollten uns heute qualifizieren fürs Viertelfinale und das haben wir nicht erreicht. Aber es steht noch ein Spiel aus und deswegen, man darf nicht alles schlecht reden heute. Das ist jetzt ein dramatisches Finale möglicherweise zwischen Österreich und Deutschland? Ja klar, es kann sein, dass es für beide Mannschaften um alles geht im letzten Spiel und deswegen kann man auf ein tolles Spiel vorschauen. Vielen Dank, Philipp. Bitte schön.
Michael Ballack, was waren heute die größten Schwierigkeiten im deutschen Spiel? Ja, wir haben sind sicherlich schwer ins Spiel gekommen. Die Kroaten haben waren bissiger, waren kompakter im Mittelfeld und haben die Räume gut zugestellt, sodass wir schwer ins Spiel gekommen sind. Haben uns zu wenig bewegt, zu wenig in die Räume gegangen und dann zu wenig Chancen auch rausgespielt. Und von daher haben wir es schwer gehabt. Wie erklären Sie sich diesen Leistungseinbruch nach dem guten Polenspiel? Ich habe die deutsche Mannschaft kaum wiedererkannt. Ja, vielleicht haben wir gedacht, wir haben schon was erreicht. Also wir haben natürlich in allen Belangen Prozente nachgelassen und wie gesagt, wir wussten, dass wir hier auf einen stärkeren Gegner treffen und deshalb bin ich da auch ein bisschen überrascht. Überrascht und wie schwer wiegt dieser Rückschlag? Ja, der ist natürlich bitter insofern, dass wir jetzt das letzte Spiel gewinnen müssen. Dankeschön. Okay, bitte. Und dann versuchen wir mal von der Seebühne aus ein paar Dinge zu analysieren. Erstmal, das machen wir gleich, diese Pressing-Szene, um zu zeigen, was den Unterschied gemacht hat. Oder lass doch jetzt gleich machen, weil es zweimal sowohl von Philipp Lahm als auch von Michael Ballack angesprochen worden ist. Hatten wir keine. Muss man klar sagen, die Polen sind genau wir so ins Spiel gekommen, haben von Anfang an Druck gemacht. Kroaten dann davon eine ganze Menge, haben hochverteidigt, sind rausgekommen, haben uns unter Druck gesetzt. Und wir haben, und das alle Spieler sagen, wir haben uns zu wenig bewegt. Es ist schade, weil man, ja, kurz nach dem Spiel, weil es ja auch Umständen im Spiel ändern können. Wir haben auch da eine Szene aus der zweiten Halbzeit, können wir auch gleich mal gucken, wo man sieht, wie einfach wir es den Kroaten gemacht haben, uns zuzustellen, also uns keine Anspielstation zu geben. Da haben die Jungs wirklich heute, ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist die Szene schon, die läuft da. Ja, hier sehen wir jetzt, also den Ball, hoffe ich, sieht man, da geht es raus, rechts zu David O'Donkor, ein hoher Ball. Jetzt gibt es Einwurf für uns, wir werfen den Ball nach hinten. Wir halten dann gleich mal kurz an und sehen, so, noch nicht, lass den Ball erstmal bis zum, genau, jetzt an. Jetzt hat ihn Metzelder, Mertesacker, wird auf Rings gespielt, er kann nur zurückprallen lassen und stopp. Und wenn man jetzt sieht, es ist so einfach für die Kroaten, wirklich uns überall zuzustellen. Hier ist immer gedeckt auf beiden Positionen, hier auch. Hier ist das Ding, kann nicht angespielt werden. Die einzigen Leute, die frei wären, wären hier auf dieser Seite. Und dazu muss ein Diagonalball gespielt werden, den haben wir gar nicht gesehen. Wir haben nicht einen Ball in die Breite gespielt, sondern einen richtig langen Ball, um den Gegner laufen zu lassen. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, mit ganz kurzen Wegen uns aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist sehr schade. Weitere Analysen gleich. Eine Frage, die sich mit dem Ende der Partie beschäftigt. Kein vernünftiger Analytiker wird auf die Idee kommen, dass die rote Karte das Spiel verloren hat. Dennoch haben viele gerufen, das war keine. Wir gucken uns die Szene an, Urs, und du kannst uns genau erklären, was ist der Fehler von Bastian Schweinsteiger und ist die rote Karte gerechtfertigt, ja oder nein? Ja gut, also Bastian Schweinsteiger, die Deutschen sind ja am Drucken. Sie wollen natürlich auch die Formulierung, Urs, von dir gestern, ja nichts geklaut haben, sondern das Spiel ganz einfach gewonnen haben, weil sie letztendlich die bessere Mannschaft waren. Und vermutlich ist die Fete, liebe Kollegin Anne Reit in Zagreb, ziemlich bedeutend, die da gerade abläuft, oder? Das kann man wohl sagen, Johannes B. Kerner. Es hat seit Anpfiff hier in Bindfeld geregnet, aber die Fans hat das in keiner Weise irgendwie gestört, denn ihre Nationalmannschaft hat ganz andere noch viel nasser gemacht, zumal sich die Fans auch innerlich einigermaßen befeuchtet haben, sodass das Wetter erträglich war. Ganz Zagreb in Rot-Weiß, alles voll des kroatischen Karos. Es ist ja das kroatische Wappen, dieses Schachbrettmuster, und unweigerlich muss man an Lukas Podolskis Fußballweisheit denken. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Dummerweise war das heute eine matte Geschichte für die Deutschen. Bei den Kroaten ist die Stimmung umso besser. Wie geht's euch heute nach dem Sieg? Ey, das ist total super. Ich finde das super toll, dass sie gewonnen haben. Und wir waren einfach die bessere Mannschaft. Deswegen haben wir auch es verdient zu gewinnen. Ein verdienter Sieg. Vibor, wie ist das bei Ihnen? Ich habe den Eindruck, das deutsche Team war das Spiel wesentlich bissiger und härter als gegen die Österreicher. Haben die Deutschen die Kroaten angespornt? Die Deutschen haben jedenfalls eine Chance gegen Österreich. Aber die Österreicher spielen zu Hause. Und das wird schlimm für Deutschland. Jedenfalls, die Deutschen sind eine bessere Mannschaft, aber das ist nur ein Spiel, nur elf Spieler gegen elf Spieler. Das ist schon richtig, nur ein Spiel, aber sag mal, Wieber, warum ist für die Kroaten Fußball so eminent wichtig für euer Volk? Ja, die gehört. Die gehört. Warum ist Fußball so wichtig für Kroaten? Weiß ich nicht. Er kann mich nicht verstehen. Ich kann verstehen, dass er mich nicht verstehen kann. Es wird hier noch viel feuchter weitergehen, denn traditionell ist es so, dass die Zagreber nach einem solchen Sieg noch in den Brunnen der Stadt springen. Also heute bleibt hier kein Auge trocken. Tschüss nach Bregenz. Ja, vielen herzlichen Dank, Anne. Ich würde sagen, es liegt daran, Sie haben einfach die besseren Brillen und deshalb den besseren Durchblick. Und das kleine kroatische Volk ist im Sport ein ganz großes. Denken wir an diese Nationalmannschaft, denken wir meinetwegen an Jana Kostelic, die Skifahrerin, an Goran Ivanisevic, an die Handballer, die Basketballer und so weiter. Das ist
schon eine sportverrückte Nation. Und was ganz wichtig ist für uns Fußballfreunde in Deutschland, das Spiel Österreich gegen Polen, das wir ab 20.45 Uhr live hier im ZDF übertragen, ist natürlich von ganz, ganz großer und noch größer gewordener Bedeutung für die deutsche Nationalmannschaft. Bleiben Sie bei uns, auch deshalb, weil Petra Gerster aus Mainz jetzt die Weltnachrichten zusammengefasst hat. Und später sehen und hören wir uns dann hier wieder aus Bregenz. Bitte Petra Gerster in Mainz. Die UEFA Euro 2008 im ZDF. Präsentiert von Hyundai. Und JVC. Willkommen zu einer Kurzausgabe der Heute-Sendung. Familien mit Kindern sollen entlastet werden. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich darauf, Kindergeld und Kinderfreibetrag ab Januar 2009 zu erhöhen. Der genaue Betrag ist noch offen. Der Koalitionsausschuss beschloss außerdem, dass die Kfz-Steuer künftig vom Schadstoffausstoß abhängen soll. Die Regelung tritt 2010 in Kraft und betrifft nur Neuwagen. Die Steuereinnahmen gehen dann an den Bund. Die Länder bekommen zum Ausgleich einen Festbetrag. Bund und Länder haben zum zweiten Mal einen gemeinsamen Bildungsbericht vorgelegt. Danach investiert Deutschland immer weniger in Bildung. Es gibt zu wenig Studienanfänger. Hauptschüler haben schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Bundeskanzlerin Merkel erklärte Bildung zur zentralen Aufgabe des nächsten Jahrzehnts und kündigte einen nationalen Bildungsgipfel für Oktober an. Schwere Niederlage für die US-Regierung vor dem obersten Gerichtshof. Die Insassen des Gefangenenlagers Guantanamo dürfen vor einem zivilen Gericht Einspruch gegen ihre Haft einlegen. In dem Lager sind zurzeit noch etwa 270 Männer inhaftiert. Das verfassungsmäßige Recht, dagegen zu klagen, hat ihnen die amerikanische Regierung bislang verweigert. Die Europäische Union schaut heute gespannt nach Irland. Denn es ist das einzige Land, das per Volksentscheid über den EU-Vertrag von Lissabon abstimmt. Noch bis zum späten Abend sind die Wahllokale geöffnet. Umfragen zufolge könnte es ein knappes Ergebnis geben. Das Reformwerk kann nur in Kraft treten, wenn alle EU-Staaten zustimmen. Was darf der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet anbieten? Darüber haben heute die Ministerpräsidenten in Berlin beraten. Kontaktbörsen oder Freizeittipps wird es nicht geben. Aber die Heute-Nachrichten zum Beispiel werden im Netz 7 Tage lang abrufbar sein, falls der Entwurf im Oktober unverändert verabschiedet wird. Die Eckpunkte des Vertragsentwurfs der Ministerpräsidenten stehen. Es sind Vorgaben, die die Internetangebote von ZDF und ARD regulieren sollen. Dass das, was dort geschieht, sendungsbezogen sein muss, dass es nicht elektronische Presse sein darf, und dass es einen vergleichsweise langen Katalog gibt, den ja die Sender teilweise selbst mitformuliert haben, was tabu ist für öffentlich-rechtlich. Schon jetzt bieten ZDF.de und Mediathek den Zuschauern eine Fülle von Informationen. Doch die großen Verlage und Privatsender sehen in den öffentlich-rechtlichen Angeboten eine Konkurrenz für ihre wirtschaftlichen Interessen. Wir wollen eine faire Lösung für die Zeitungsverlage, für private Sender, aber auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zum Zweiten, wir brauchen eine Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er muss sich auch im Zeitalter das Internet dort bewegen können, wo sich die jungen Menschen bewegen. Strittig bleibt, ob ZDF und ARD weiter unterhaltende Online-Angebote machen dürfen. Auch im Hinblick auf die Vorgaben der EU-Kommission hält der ZDF-Intendant Einschnitte hierfür nicht gerechtfertigt. Der abschließende Arbeitsentwurf ist der wichtige Versuch, die Wettbewerbsposition von Brüssel und die Verfassungsvorgaben aus Karlsruhe zusammenzubringen. Ich sehe allerdings eine Übererfüllung der Brüsseler Position, etwa in der gravierenden Vorgabe, Unterhaltung im Netz auszuschließen. Kein europäisches Land kennt eine solche nutzer- und jugendfeindliche Restriktion. Bis zum Herbst soll der Entwurf noch einmal juristisch überprüft und mit Brüssel abgestimmt werden. Das Wetter wird abwechslungsreich mit Regen und Sonne. Die Einzelheiten von Gunter Thiersch. Das Heute-Journal mit Klaus Kleber gibt es gegen 9:30 Uhr.
Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein spannendes Fußballspiel Österreich-Polen. Guten Abend. Union Investment, die Fondsgesellschaft Ihrer Volksbank Raiffeisenbank, präsentiert Ihnen das Wetter. Guten Abend. Der Regen über Deutschland ist bei den Fußballfans heute Abend sicherlich nicht willkommen. Aber das Regengebiet zieht ja weiter und wird auch hier das südliche Brandenburg streifen. Heute Nacht also auch dort leichter Regen, kräftiger der Regen allerdings bis zu den Alpen in Süddeutschland. Und nach dem Regen morgen wechselnd bewölkter Himmel mit vielen Regenschauern über Norddeutschland, mal ein Gewitter dabei. Im Süden sind die Regenschauer seltener, aber an den Alpen stauen sich die Wolken und trocken bleibt es zwischen Frankfurt und Freiburg. Es ist nur mäßig warm, meist sind es eben nur 12 bis etwa 18 Grad. In Brandenburg kann es ein bisschen milder sein. Es geht wechselhaft weiter in den nächsten Tagen, immer mal wieder ein Regenschauer oder ein Gewitter, aber zwischendurch kommt auch mal die Sonne raus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Union Investment, die Fondsgesellschaft Ihrer Volksbank Raiffeisenbank, präsentierte Ihnen das Wetter. Die UEFA Euro 2008 im ZDF. Präsentiert von McDonald's und Mastercard. Also, von Untergang kann nicht die Rede sein. Die Bötchen fahren noch, zumindest das. Geht noch, aber es ist schon ein ganz schöner Frust, der sich so einstellt, ne? Nach der Niederlage gegen Kroatien. Zum Glück haben wir nicht gut gespielt und verloren. Da ja, weiß man wenigstens das, was zu ändern ist. Ja, nach dem Spiel ist einfach, die Ansatzpunkte sind so vielfältig und jeder Spieler, man hat es schon gehört in Aussagen, sie waren sehr selbstkritisch, natürlich auch notwendig nach so einem Spiel, aber da muss der Trainer jetzt gar nicht so viel machen. Sie wissen jetzt schon, dass das Spiel gegen Österreich für sie auf jeden Fall ein Endspiel werden wird. Die Konstellation, wie es genau ist, wird erst das nächste Spiel entscheiden, aber da ist so viel zu ändern. Dann macht es auch mehr. Die Tabelle in der Gruppe Sinn. B sieht so aus und wir können es gemeinsam ja auch mit zusätzlichen Informationen anreichern. Also die Kroaten vorne mit 6 Punkten, aber auch noch nicht definitiv durch. Hängt alles eben auch von Österreich-Polen ab. Wie genau? Ja. Also die Kroaten sind noch nicht durch. Wenn Polen gewinnt, dann wäre es schlussendlich möglich, dass noch 3 Mannschaften auf 6 Punkte kommen können. Da könnten auch sogar die Kroaten könnten noch ausscheiden. Ja. Aber nur wenn die Polen gewinnen. Bei Unentschieden oder bei Sieg Österreich ist Kroatien durch und Gruppensieger. Bei Sieg Österreich ist Kroatien Gruppensieger, ja. Und weitere Erkenntnisse daraus, die Deutschen haben ein richtiges Endspiel gegen Österreich und naja, es ist halt abhängig vom Spiel heute Abend, ob ein Unentschieden reicht oder nicht. Also idealerweise, um dann auch in einem Turnier anschließend noch ein bisschen was reißen zu können, müssen wir Österreich jetzt gegen Österreich sowieso gewinnen. Ja? Das ist ein Druckspiel, weil gegen den Gastgeber, der vielleicht noch kein Spiel gewonnen hat oder aber sogar weiterkommen kann, da ist richtig was drin. Wir haben heute gesehen, wenn man mit einem bisschen der falschen Einstellung ins Spiel reingeht, ein bisschen zu viel Selbstvertrauen und dafür zu wenig läuft, dann dreht sich so ein Spiel direkt in die falsche Richtung, man kommt nicht mehr zurück. Und deshalb einfach nur gegen Österreich versuchen oder besser gegen Österreich gewinnen und den Rest regelt sich dann. Das hat ja in diesem Jahr schon mal geklappt, ohne den zweiten Schritt vom ersten zu machen. Im Viertelfinale wäre man Zweiter, würde Portugal warten. Das nur mal so als kleine Zusatzinformation. Niko Kovac hat sich den Fragen von Boris Büchler gestellt, der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft. Also mit unserem Kollegen Boris Büchler. Niko Kovac, zunächst einmal Glückwunsch zum Sieg. Was war ausschlaggebend Ihrer Meinung nach gegen die deutsche Mannschaft, die sich kaum gewehrt hat in der ersten Halbzeit? Ich glaube, dass wir heute die Deutschen mit ihren eigenen Mitteln geschlagen haben. Also wir haben heute, glaube ich, auch ganz gut verteidigt. Also sprich, wir haben uns gut verschoben, so wie es die Deutschen gemacht haben im ersten Spiel. Und vor allen Dingen haben wir kämpferisch gut gegengehalten. Also wir haben heute, glaube ich, den größeren Willen gehabt und vielleicht auch das größere Herz. Sie sind sehr sachlich und nüchtern. Wo ist die Freude, gegen die ehemaligen Bundesliga-Kollegen gesiegt zu haben? Natürlich freue ich mich, aber gut, ich muss natürlich eins sagen. Also ich bin gebürtiger Berliner, von daher, das ist jetzt kein Spruch. Klar freue ich mich über den Sieg, aber ich hoffe natürlich, dass die Deutschen es dann trotzdem noch schaffen. Bei den Deutschen ist das geplante Sommermärchen in Gefahr. Träumen Sie jetzt vom Sommermärchen bei dieser Europameisterschaft? Ja gut, wir haben jetzt einen Schritt getan. Es ist ja noch
Wir müssen noch abwarten, was heute Abend passiert, ob wir nun endgültig durch sind oder nicht. Aber ich glaube, mit der Einstellung und mit der Moral, die wir heute gezeigt haben, kann man mit uns rechnen, zumindest im Viertelfinale. Dankeschön. Alles gleich, danke auch. Na, wenigstens zum Schluss hin hat Niko Kovac mal gelächelt. Ich habe schon gedacht, was ist das für eine Europameisterschaft, weil die alle irgendwo geboren sind und zwei oder wie viele Pässe haben, traut sich keiner mehr zu jubeln oder was? Ja, ich nehme an, das ist... Obwohl das auch respektabel ist. Ja, aber das ist die Europameisterschaft. Ich glaube, wenn es danach mal besprochen ist, dann wissen die Jungs auch, dass sie niemand übel nimmt, weder im Geburtsland noch in dem Land, in dem man lebt. Also das müssen wir vielleicht mal auch ein bisschen entspannen für die Jungs. Weil wenn es in Polen, was ich, so ein Populist, so ein Schwachkopf, nennen wir es mal so, sagt, der Junge muss ausgebürgert werden, weil er gegen Polen Tor schießt, wie soll man sich dann verhalten, wenn solche... Ist ja, darüber kann man ja dann lachen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber das muss erst mal einer sagen, dann weiß man, über den kann man lachen und der andere kann sich freuen, wenn er Tor schießt, egal für wen. Ja, und zumal diese Freude, das wäre ja auch nichts Übertriebenes. Die Kroaten waren einfach die bessere Mannschaft, Urs, und haben dieses Spiel gegen Deutschland verdient gewonnen. Schluss aus. Genau, Punkt. Nee, nicht schlussendlich, sondern Schluss aus. Punkt, genau. Alles, was wichtig ist, fußballerisch heute Abend, kommt aus Wien, der Hauptstadt Österreichs. Wien, Österreichs Hauptstadt. 25% aller Österreicher wohnen hier. 100% aller EM-Teilnehmer wollen hierhin, allerdings nicht zum Stadtbummel. Die große Kunst soll im Ernst-Happel-Stadion gezeigt werden. Am 29. Juni im größten EM-Stadion, wenn sich zum Finale in der Kulturstadt Wien ausnahmsweise alles um Fußball dreht. Und dorthin ins Ernst-Happel-Stadion nach Wien wollen wir gleich mal schalten. Ursprünglich war das so geplant, dass wir uns die Partie, Poschi, aus der sicheren 6-Punkte-Perspektive angucken. Aber auf einmal ist das ja ein hochbrisantes, hochinteressantes und eminent wichtiges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. Wolf-Dieter Poschmann also, später der Reporter, jetzt schon mal der Stimmungsgeber bei Österreich gegen Polen. Ja, das Ergebnis aus Klagenfurt hat sich natürlich rund gesprochen, auch im Ernst-Happel-Stadion. Nach diesem Ergebnis ist die Situation ja offener denn je. Das wissen alle. Es bleibt aber bei einem Alles-oder-nichts-Spiel. Denn verliert Polen, dann bedeutet das das Ende. Verliert Österreich, dann wird es schwierig in der letzten Begegnung gegen Deutschland. Das ist nicht das Einzige, was hier als Rätsel bleibt. Und darüber reden natürlich viele. Es ist, ja, wenn man so will, ein Bild in Rot und Weiß. Und man weiß gar nicht, wer ist jetzt für Polen, wer ist für Österreich. 30.000 sollen als Polen, Ostpolen rübergekommen sein. Beppi Hickersberger, der Trainer der Österreich, hat die Mannschaft auf 3 Positionen verändert nach dem Auftakt. Wieder Vierer statt Dreierkette. Und Ümit Korkmaz, der neue Frankfurter, der nach seiner Einwechslung mächtig Druck entfacht hat gegen Kroatien im ersten Spiel, kommt von Beginn an. Aber nur Frechheits- und Offensivdrang ist auch nicht das einzig Erfolgsversprechende, wie Rekordnationalspieler Andy Herzog weiß. Wichtig wäre, dass man nicht gleich wieder nach 3 Minuten in Rückstand geraten, dann wird die Taktik über den Haufen geschmissen und heute werden wir 90 Minuten marschieren und gewinnen. Die richtige Balance also wie so oft. Leo Benacker, der Trainer der Polen, gibt sich hier sehr optimistisch. Er weiß, verlieren darf er nicht. Auch ein Remis hilft wenig. Er braucht also Tore. Und da liegt natürlich die Hoffnung auf den Schultern des Ex-Dortmunders Ebi Smolarek. Wird aber nicht die einzige Spitze sein. Er wird heute Unterstützung bekommen. Übrigens, kleine Randnotiz. Eine Brauerei hat jedem Spieler, der ein Tor schießt auf Seiten der Österreicher, lebenslang Freibier geboten. Trainer und Mannschaft haben das abgelehnt. Im Übrigen nicht, weil es aussichtslos erscheint. Nur mal ein zusätzlicher Gedanke hier aus Bregenz. Jürgen, du hast eben gesagt, die Deutschen sind schlagbar. Löst das möglicherweise in den Köpfen der Österreicher, ist ja unser Gegner am Montag, etwas Zusätzliches aus vor diesem Spiel? Die Österreicher haben das Spiel nicht gesehen, aber das Ergebnis gehört. Irgendjemand wird ihnen gesagt haben, und Kroaten waren besser. Wir haben gegen die Kroaten nicht so schlecht ausgehen. Hätten sogar, wir Österreicher. Ja, genau, hätten das sogar was machen können. Das bedeutet natürlich, so wie wir heute gewinnen, haben wir unser Endspiel am Montag oder wann auch immer das Spiel stattfindet. Und das ist ganz klar, löst das was aus. Ich als Hickersberger würde reingehen, so Freunde, heute die Polen, am Montag die Deutschen und wir sind im Doppelschlag, ja. Wir sind im Viertelfinale, ja. Und zwar ganz sicher. Naja, soweit der Ausflug in die Psyche unserer südlichen Nachbarn, da hat sich eine Menge getan, vor der Europameisterschaft, auch während dieser Europameisterschaft, denn neuerdings gibt es, wir kennen das in Deutschland schon ein bisschen länger, Live-Übertragung von der Pressekonferenz des ÖFB-Teams im Fernsehen, ganz neu für die Verhältnisse hier, Claudia Neumann. Die EM im eigenen Land erfordert besondere Maßnahmen. So gerät der tägliche Informationsaustausch so manches Mal
zur bisweilen rührseligen Unterhaltungsveranstaltung. Wie schwer war es, die Mannschaft wieder aufzurichten nach dem Spiel? Oder überlässt man die Mannschaft da lieber sich selbst? Ratlosigkeit nach der Auftaktniederlage. Wie kann man da jetzt neue Gedanken, einen neuen Plan entwerfen? Sprachlosigkeit vor dem Alles-oder-Nichts-Spiel. Natürlich spielte Aufhausers übermotiviertes Foul in der dritten Minute und der daraus resultierende frühe Rückstand den Österreichern nicht in die Karten. Die anschließende Ohnmacht ließ aber Zweifel aufkommen. Genauso müssen wir auch bei der Analyse unseres eigenen Spiels auf unsere Möglichkeiten Bedacht nehmen. Wir können nicht Zielsetzungen haben oder von Spielern verlangen. Dinge, die dem Michael Ballack vielleicht Schwierigkeiten bereiten. Erst Hickersbergers personelle Korrekturen in der zweiten Halbzeit versprachen Besserung. Besonders die Hereinnahme des 38-jährigen Ivica Vastic, Nebenspielmacher Ivanschitz, machte sich bezahlt. Eben jener Vastic sowie die ebenfalls eingewechselten Korkmaz und Kienast hatten die besten Chancen zum Ausgleich. So darf man heute mit einer offensive ausgerichteten Mannschaft rechnen. Muss man weiterspielen, so wie die zweite Halbzeit. Und auf diese zweite Halbzeit muss man aufbauen. Und natürlich die Chance muss man machen. Aufmunterung erhielten die Fußballer von ihren Fans. Ganz Österreich betrachtet die Niederlage gegen Kroatien als unglücklich. Josef Hickersbergers ausgeprägter Jugendstil wird zwar akzeptiert, doch Fans und Journalisten fordern Ivica Vastic als offensiven Spielgestalter im Mittelfeld. Ist so eine Variante mit Vastic und Ivanschitz denkbar zusammen? Sowohl gegen Polen als auch später. Also werden wir die beide gegen Polen sehen? Ach, das habe ich damit noch nicht gesagt. Aber angedeutet. So leicht lasse ich mich nicht festlegen. Okay, vielen Dank. Danke. Auch Österreichs Gegner Polen kehrte mit leeren Händen zurück von der ersten Dienstfahrt. So mancher Betrachter vermisste die Spritzigkeit beim 0:2 gegen Deutschland. Doch Trainer Leo Beenhaker verwehrt sich gegen die übertriebene Erwartungshaltung, stellt sich schützend vor die Mannschaft. Das sind meine Spieler. Ich arbeite mit diesen Leuten seit 2 Jahren. Ich habe ein professionelles Verhältnis mit den Leuten, aber auch ein emotionelles Verhältnis. Denn ohne Emotionen kann man nicht mit einer Mannschaft arbeiten. Die Emotionalität hat auch in Österreich längst Einzug gehalten. Hoffen, bangen, zittern, noch ist nichts verloren. Wir werden es hoffentlich bis in die Endrunde schaffen, vielleicht sogar Finale. Ja, sie können sicher was reißen. Ja, wir machen noch die Punkte gegen Deutschland und gegen Polen. Und so mag man ihnen jenen Beistand wünschen, den sie heute dringend nötig haben. Spiel 12 heute Abend wird folgende 22 Männer zu Beginn auf dem Spielfeld sehen. Österreich mit jenen 11. Vielleicht kannst du die Österreicher ein bisschen analysieren, Jürgen? Also am auffälligsten auf jeden Fall, wenn die taktische Formation stimmt, davon gehen wir jetzt mal aus. Sie haben umgestellt von Dreier- auf Viererkette. Ja. Da die Polen, wie wir gleich sehen werden, auch das System gewechselt haben, falls Sie sich auf das polnische System einstellen wollten, müssen Sie noch mal neu umdenken. Neu in der Mannschaft Korkmaz, neu in der Mannschaft Leitgeb. Ja, ansonsten eben, wie gesagt, hinten hauptsächlich umgestellt auf Viererkette. Und der Linz war eine relative Enttäuschung im ersten Spiel, ne? Ja, war eine Enttäuschung und er war auch jetzt leicht verletzt. War ein großes Fragezeichen, aber er spielt. Also anscheinend vertrauen Sie auf ihn. Und hier sind die Polen, Urs. Vielleicht sagen wir dazu was. Jürgen hat es ja schon gesagt. Sie sind im ersten Spiel mit einer Spitze gekommen. Das war Smolarek im ersten Spiel und war auch eine Enttäuschung. Jetzt dürfen 2 andere ran. Ja, also Guerreiro hat einen guten Einstand, wurde eingewechselt, hat einen guten Einstand. Brasilianer hat eigentlich sehr schnell eine gute Bindung zur Mannschaft gekriegt. Eigentlich überraschend für viele. Ich glaube, das hat sich jetzt ausgezahlt, dass man ihn einsetzt. Würde mich aber wundern, wenn es jetzt tatsächlich so auflaufen. Also ich meine, es ist, Sie haben einen der besten, Zurawski ist auch verletzt ausgeschieden. Sie haben überhaupt wirklich als einzige Mannschaft richtig Verletzungsprobleme. Kuba muss nach Hause. Auch Streller und ja, okay, aber die Polen haben es auch richtig erwischt. Und da bin ich jetzt auch gespannt, was sie aus dieser Situation machen. Und dann freuen wir uns also auf das zweite Spiel des heutigen Tages. Beide Teams, sowohl die Polen als auch die Österreicher, Wolf-Dieter Poschmann, warten auf das erste Tor bei dieser Europameisterschaft. Für wen das Warten als erstes ein Ende hat, das erfahren wir jetzt gleich aus dem Ernst-Happel-Stadion von Wien. Österreich, Polen mit Wolf-Dieter Poschmann. Die UEFA Euro 2008 im ZDF. Präsentiert von McDonald's. Und Mastercard.
53.000 stellen sich natürlich genau diese Frage. Wer wird hier das erste Tor schießen?